Moin. Erste Sache, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, Google Studio ist aktiv in Deutschland. Das war ja immer nur für die 20 Großstädte freigeschaltet und auch sehr verpixelt worden. Inzwischen kann man das auch für kleinere Städte sehen. Also ich habe es hier für Delmenhorst und dann habe ich mal Gelsenkirchen und Bottrop eingegeben. Da war das auch ohne weiteres möglich, denn die Städte war ja vorher nicht drin. Es waren nur die 20 größten drin. Also von Essen und von Bremen wusste ich das und von Hamburg. So, die sind auch weiterhin aktiv. So, und die kleineren Städte sind auch dabei. Ich packe euch mal gleich einen Link rein. Das ist natürlich auch ganz interessant, wenn ihr mal euer eigenes Wohnhaus sehen wollt. Falls ihr Kritik habt zu dem Thema, müsst ihr euch an Google wenden. Aber das ist eine Sache, da wollt ihr euch nur informiert haben. Dass es also inzwischen auch in der Bundesrepublik aktiv ist und aus den Medien hat man hier recht wenig gehört. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen, als ich eine neue Hotelsuche veranstalten wollte und dass es auch in Deutschland geht. Also hier unser Wohnhaus ist drauf und ich finde das inzwischen ganz vernünftig, dass man jetzt Street View gucken kann. Ich habe auch letztens hier im Regionalmagazin von Radio Bremen mitbekommen, dass auch diese Verpixelei inzwischen, da legen die Leute nicht mehr so viel Wert drauf, wie sie es noch vorher gemacht haben. Aber wie gesagt, wer das möchte, verpixeln lassen, soll sich an Google wenden. Wie gesagt, ihr kriegt einen Link und ich wünsche euch was. Tschüss!